Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 5. Das Zulu-Reich. Mit mir, Winkmann. Beim letzten Mal. Oh mein Gott. Das letzte Mal sind bei mir. Ja. Fünf, ein, dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb Monate her. Und. Wah, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die Folgen werden. Ein Ein Stadtstaat Stadtstaat möchte braucht neue Regeln. Hilfe. Benauer Hilfe. Wenn ihr helft, bekommt ihr mehr Einfluss auf diesen Stadtstaat. Ja, ist mir egal. Stadtstaat können. Ja, ich weiß. Gebt etwas Gold aus. Unsere Schatzkammer So ist viel sehr habe ich gar errichtet nicht. und wir können Geld ausgeben. Die Zufriedenheit ist hoch Schatz. genug. Große Persönlichkeit. Ja, Schatz. chill. Ich kann eine Künstlergilde bauen. Das ist ja wunderbar. Ihr habt Glauben. Oh mein Gott, halt Maul. Das letzte Mal ist schon etwas her. Und ich muss jetzt auch mal gerade gucken, wo wir denn hier waren. Hier, Kwadukusa, Umgungunlovu, Ulundi, Nobamba, Bulawayo. Die bauen den Porzellanturm, die bauen eine Fabrik, die bauen nix. Die bauen die Universität von Oxford und die Ostindien-Kompanie. Es kommt mir alles ein bisschen bekannt vor. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich weiß es nicht. Der Thomas Tallis, was wollte ich denn mit dem machen? Am liebsten würde ich den ja in ein anderes Land schicken, um da unsere. Boah, ist echt schon ein bisschen was her. Um da irgendwie unsere. Kultur in anderen Ländern eben zu verbreiten. So, dann müsste ich. Ich muss jetzt gerade selber noch mal ein bisschen reinkommen. Das hier sind unsere momentanen Sozialpolitiken. Hier ist die Kulturübersicht. Einfluss. Weil, so langsam müssen wir da kommen. Und. Ah, Schweden, das sieht nicht gut aus, eigentlich. Da geht mehr. Keine offene Grenze, keine Handelswege, keine gemeinsame Religion. Hier haben wir offene Grenzen, hier haben wir offene Grenzen, hier haben wir einen Handelsweg und hier haben wir offene Grenzen. Ich würde ja im Großen und Ganzen sagen, dass wir den dann nach Amerika schicken. Aber auch wäre es wichtig, offene Grenzen mit Deutschland und Schweden zu haben. Das wäre ganz gut. Aber ich denke, ich schicke den einfach mal in die USA. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das nicht vielleicht sogar schon gemacht haben und einfach nur der Save-File nicht ganz da ist. Aber was soll's. So, wir könnten ja auch einfach mal. Die Weltausstellung. Zu 0% abgeschlossen. Dann machen wir die Weltausstellung. Ich habe ganz vergessen, dass die ja auch da noch gibt. Die anderen dürfen ihre Sachen noch beenden und dann einsteigen in den Spaß. Dann habe ich eine Politik zum Einführen. Forschungsabkommen habe ich momentan eigentlich nicht so viele. Skript ist allgemein. Die Wissenschaft um 10%, solange das Reich glücklich ist. Kostenlose Technologie gewählt. Ah, kostenlose Technologien sind eigentlich richtig geil. Einheit benötigt Befehle. Wir sind also noch am Auskundschaften. Was haben wir hier? Trägerbahn, den Kadokusa und Sigtuna. Das heißt, Sigtuna ist hier. Wir hatten sogar mal. Was? Aber das ist weg. Bedeutet, die Gatling-Kanone geht hier hin. Ich kann leider nicht mehr angreifen. Pikenier geht in die Stadt. Und es macht. Ist auf, geht auf Bereitschaft. Was ich aber jetzt mit dem Geld machen kann, weil die haben ja vorgeschlagen, oh, ja, hast du so viel Geld? Stärke 20, Stärke 16, Fernkampfstärke 17.
Ich kaufe mir eine Galeasse. Einheitenbeförderung. Gegen Marineeinheiten, bitte. Und diese Barbaren werden eines grauenvollen Todes sterben. Und Quadukusa. Ne, das machen wir ein andermal. Danke. Und Quadu. Wir haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Schön. Quadukusa wird dann auch noch. Wie heißt es? Ein Frachter basteln. Sorry, aber ich muss mal ganz kurz bei den Optionen was gucken. Schon nämlich kein Wort. Vielleicht mache ich auch einfach mal gerade. Ist alles so leise hier. Vielleicht mache ich ein bisschen lauter. Ich kann das ja nachher immer regeln, wenn ich das Video schneide. So. Das heißt, die ersten 5 Minuten tun mir so ein bisschen leid. Schrägstrich 6. Die Galeasse sollte. Nächste Runde. Also wir werden ein. Das ist schön. Ich werde einen Frachter noch kaufen, schrägstrich bauen. Und den dann nochmal nach Schweden schicken. Weil wir brauchen diese Handelswege, um unsere Kultur zu verbreiten. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, die hauen nicht zu weit ab. Bereuen werden sie es so oder so. So, dann haben die hier, haben was fertiggestellt. Und zwar ein Kohlebergwerk. Hier können sie, ja, einen Handelsposten können wir mal machen. Ihr macht, errichtet einen Bauernhof. Wo gibt's denn noch was zu tun? Wo hab ich noch Land frei? Bin ich blind oder war's das? Hier. Ich muss aber trotzdem mal gucken, habe ich sonst noch Land frei? Hier ist immer noch Leonidas. Der traut sich aber nichts mit Leonidas zu machen, weil er weiß, dann gibt's Ärger. Hier war Deutschland. Breda, ich habe immer nicht verstanden, wieso die das da gebaut haben. Und hier habe ich eine Karavelle. Ich würde mit der Karavelle gerne ein bisschen raiden gehen. Nur ein bisschen. So. Biu, 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 biu. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Tu nicht so, als wäre es das erste Mal. Nächste Runde. Hier oben waren auf jeden Fall noch. Ich glaube, dass ich etwas habe, was du enig Belang soll inbusemen. Nee, ich möchte das nicht erneuern. Ich habe da nichts zu erneuern. Da habe ich nichts von. Ich habe den mal ausgeholfen. Das heißt nicht, dass ich den gleich jeden Tag die Brötchen schmier. Das möchte ich nicht. So, auf jeden Fall, weil ich noch sagen wollte, jetzt werden auch die Episoden etwas länger, weil man immer weniger im Laufe der Zeit schafft. Ich hätte die Episoden schon viel früher länger machen sollen. Dann hätte ich nämlich keine monatelange Pause selber gehabt. Jetzt häng ich nämlich zurück und das ist halt auch nicht so toll, ne? So. Wieso kann ich hier nicht hin? Ich werde aber. Bam! Obwohl, die Gatling-Kanone hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Ist aber nicht so tragisch. Ich komme klar.
So, ich weiß gerade auch nicht mehr, war das die einfachste Schwierigkeitsstufe? Färbemittel. Boah. Komm, geben wir das mal. Geld, Geld, Geld. Ich sag's euch. So, die Barbaren sind erledigt. Das heißt, Quadrocusa könnte sich nochmal einen Frachter kaufen, um mit Schweden in Kontakt zu treten. Jetzt habe ich noch nicht nach offenen Grenzen dem ganzen Pipapo gefragt. Das könnte ich mal machen. Fangen wir an. Handel. Und zwar offene Grenzen. Und 5 Gold. Auf Wiedersehen. Das gleiche in Hallo, Deutschland. raus damit. Oh, chill. Ich will euch doch nix. Wir könnten machen, dass die für uns stimmen. Offene Grenzen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Inakzeptabel. Ihr wollt aber viel. Nein. Nein. Also, gut. Und noch was. Macht schon. Nein, nein, nein. Aber hier könnten wir 10 machen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Yes. Ich kann. Oh, ich. Gut, stimmt für uns. Wir sind die bessere Macht. Was habt ihr? Was habt ihr? Ich habe hier keinen Spion. Das ist nicht so gut. Wo habe ich denn noch einen? Habe ich hier einen? Nein. Ich habe nur einen in Berlin. Ach, das reicht schon aus. Irgendwie Produktion wählen. Und zwar, auch ihr werdet euch an die Weltausstellung machen. Was haben wir denn hier vollendet? Das habe ich nicht geguckt. Sowas aber auch. Das waren die mit der Fabrik, oder? Oder was? Oder was? Naja, wird schon was Produktives gewesen sein. Einheit benötigt Befehle, der Späher. Und eine Karawane, die ging vorher nach Quadukusa für mehr Produktion. Die könnte ich aber jetzt auch woanders hinschicken, um meinen Glauben, der ja eigentlich schon hier überall ist, zu verbreiten. Nach Washington, so weit geht die leider nicht. Das ist schade. Kurz gucken, will jemand mit mir eine Verbindung eingehen? Mania. Mania? Mania würde gehen. Rein theoretisch. Und Prag möchte unsere Religion. Ich denke, ich gehe dann einfach mal. Quadrocusa braucht das vielleicht doch nicht so sehr nach Mania. Damit die noch glücklicher sind mit uns. Dann schaue ich doch mal hier an. Los, Angriff! Ja, das ist doch, läuft doch alles noch. Nächste Episode, nächste Runde. Und der Thomas Tallis darf eine Konzertreise unternehmen. Im ganzen USA, New York und Washington. Wunderbar. Geht doch. Wir Konzerten. Bitches. Okay, Hanoi, Zürich und Kiew könnten noch ein wenig. Ja. Aber auch nur, damit die uns freundlicher gesinnt sind. Die sind uns zwar schon sehr freundlich gesinnt, Washington und Bismarck sind da sehr biestisch noch. Der Vorschlag vor dem Weltkongress hat sie verärgert. Wir gern Ländereien, die sich in eurem
Besitz befinden. Sie haben eine Botschaft und ihr habt sie gebeten, euch nicht mehr auszuspionieren. Unser Vorschlag, ihr habt Wunder gebaut, die sie begehren. Ihr ringt um die Gunst derselben Stadtstaaten. Wilhelm ist hingegen unser Bro, genauso wie der Raios der Erste. Und Gustav Adolf ist neutral. Sie haben eine Botschaft. Joa, ich komme mit dem gut klar. Sagen wir es so. Einen Moment, dann mache ich hier so warm und dann mache ich hier so warm und dann gehe ich mit dir. Mache ich Heilung, dann gehst du nachher nochmal nach Quadocusa zurück. Du, apropos Quadocusa, die sind fertig. Du kannst ja mal. Was ist mit dir los? Wieso kann ich nicht in dunklen Gewässern? Bist du etwa... Ich weiß es nicht. Ha. Mein Siedler kann es. Und meine Karavelle auch. Wieso meine Galeasse nicht? Ich weiß es nicht. Das ist weird. Quadocusa ist fertig geworden. Mit der Ostindien-Kompanie. Umgung und Lovu ist fertig geworden. Mit der Universität von Oxford. Und Bulawayo braucht nur noch 6 Runden für den Porzellanturm. Eine freie Technologie wählen. Das Beste wäre eigentlich Navigation, weil das am längsten braucht. Aber an sich... Stahl... Hätte auch was. Ich will ja jetzt Richtung Öl. Für Öl bräuchte ich auf jeden Fall Navigation. Das heißt, das hätte ich mir gespart. Wissenschaftstheorie ist nämlich jetzt schon im Moment dran. Das heißt, da können wir auch weitermachen. Wir haben Navigation. Küstenstädte angreifen, bla 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 bla. Jo. Alles klar. Jetzt habe ich den nicht aussprechen lassen, den Typen. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Weil, kurz, wo war das nochmal? Was für zusätzliche Benachrichtigungslog? Stadt Quadocusa. Nee, das war's nicht. Und zwar, Technologiebaum, wenn ich auf Navigation... nein, es geht auch nicht! Doch. Wind und Wellen sind immer auf der Seite des besseren Seefahrers, sagte Edward Gibbon. So, dann haben wir das auch erledigt. So. Produktion wählen. Die Weltausstellung. Da bin ich jetzt im Moment dran. Ich möchte die anderen so wenig wie möglich teilhaben lassen an der Weltausstellung, um eben das alles für mich einzuheimsen und sodass die anderen Staaten... Das gefällt mir nicht, aber egal. Damit die anderen Staaten wirklich nur Brotkrumen bekommen. Und ich am Bomben bin. Ich habe schon 19% der Weltausstellung. Also 19% sind abgeschlossen. Ich habe 383. Das heißt, die silberne. Den silbernen Pokal haben wir schon. Aber die meisten Beiträge werden wir wohl auch liefern. Wenn wir jetzt schon 19% haben, es kommen immer mehr dazu. Ich hoffe, dass ich etwas habe, was euch einig Belang soll in Bushme. Jo, hau rein. Wilhelm hat das Zeitalter Renaissance erreicht. Okidok. Dann warten wir, bis die Runde anfängt. Und dann würde ich auch sagen, schauen wir mal. Ein großer Künstler wurde in der Stadt Olundi geboren. Dieser große Künstler kann hier kein großes Werk erschaffen. Könnte denn woanders ein großes Werk erschaffen?
hier sind nur Literaturwerke. Hier kann ich gar nichts reinstellen. Hier auch nur ein Literaturwerk und hier ebenfalls. Das ist natürlich mäßig. Also mach einfach mal das goldene Zeitalter. Was ich aber nachgucken wollte ist, ihr wollt Zucker, ihr habt einen Feiertag, ihr wollt Krabben, ihr wollt Gold, ihr habt einen Feiertag. Okay. Frage ist, wer hat Krabben und wer hat Zucker? Jetzt muss ich mal hier genauer gucken. Ich glaube, die hatten doch irgendwo Zucker, oder? Oder wart ihr das? Ja! Oh, ich brauch so unbedingt Zucker. Oh, übertreib! Übertreib! Ich geb dir 7. Ich geb dir 10. 30 Gold! Okay, ich gebe dir Edelsteine und 30 Gold. Ich gebe dir noch 5 pro Runde. Boah, harter Verhandlungspartner. Ablehnen. Das ist ein bisschen viel, was der von mir will. Pferde hätte ich zwar 13, aber Eisen nur 5. Und das ist nicht so cool. Handel. Zucker. Du kriegst Pferde und Gold pro Runde. Du kriegst weder Edelsteine noch Eisen. Du kriegst Edelsteine. Puh, der ist aber echt miese Peter. Was habt ihr hier? Baumwolle. Habt ihr auch Zucker? Nein, aber die haben Gold. Wieso wollen die alle so viel von mir? Ihr seid doch bekloppt. Bekloppt seid ihr. So, ihr seid schon wieder fertig, dann könnt ihr hier hingehen. Die Galeasse kann ich aufwerten. Das werde ich dann noch tun. Ihr seid ebenfalls fertig. Ich sehe aber auch jetzt gerade nicht, wo ich euch hinschicken könnte. Hier seid ihr dran. Dann gehe ich mal die Grenze entlang. Hier! Hier! Nächste Runde. So, die Karawelle geht weiter. Der Sultan kriegt Durst. Und da ist Prag. Da ist Almaty. Prag möchte unsere Religion haben. Rein zufällig. Auch ein interessanter Wendepunkt. Laventa. Automatischer Kauf mit Glauben. Ein großer Musiker wurde gekauft. Seid ihr schon Gatling-Kanone? Oder was? Einheit benötigt. Ich habe noch eine Gatling-Kanone. Almaty. Okay. Die bleibt dann einfach mal. Die geht hier runter. Eine Karawelle, die hier hingeht. Dann habe ich einen großen Musiker gekauft. Der
macht eine Reise durch Holland. Durch die Niederlande. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann würde ich als nächstes gerne einen großen Künstler holen. Nein, nein, doch nicht. Einen großen. Kann ich Schriftsteller holen? Perfekt. Weil Schriftsteller können wir mehr Plätze von belegen. Das ist ja auch immer so eine Sache gewesen. Jo, mach mal hier einen Handelsposten hin. Du wirst modernisiert. Du kannst nicht modernisiert werden. Du auch nicht. Du kannst. Du kannst nicht. Dann reicht das, denke ich. Warte, was ist mit nicht dem? Oh, doch, dem. Weiß ich jetzt nicht. Dann kann Quadukusa sich nochmal eine Frachter zulegen, der mit Schweden in Kontakt treten wird. Dann gehen wir zu Laventa und machen ein Geschenk. Aber nicht jetzt. Das wäre zwar eigentlich ganz cool. Wisst ihr was? Jetzt sind wir mit Laventa verbündet. Das ist alles Teil meines Plans der Diplomatie. Muhahaha. Wie man bekommt nämlich irgendwann auch. Achso, ja, klar. Offene Grenzen sind immer drin. Man bekommt irgendwann auch Stimmen pro Stadtstaat und ja. Persien hat eine Religion gegründet. Du willst doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Wieso tut ihr sowas? Seid ihr nicht glücklich? Jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt Wissenschaftstheorie. Jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt. John Dewey. Dewey. So. Ermöglicht den Bau einer öffentlichen Schule, die in Städten die Wissenschaft erhöht. Und in Obama wurde ein großer Schriftsteller geworden. Das ist natürlich top. Die Karawelle zieht wohin? Wie sieht's hier eigentlich? Ich könnte hier mal ein bisschen aufräumen, sage ich mal. Jules Verne. Das wäre zwar sehr interessant, aber ich möchte ein großes Werk erschaffen. Das Meer ist alles. Es bedeckt 7/10 der Erde. Sein Atem ist rein und gesund. Es ist eine immense Wüste, wo ein Mann nie alleine ist, indem er fühlen kann, wie das Leben aller in ihm bebt. 20.000 Meilen unter dem Meer. Jules Verne, wenn man das so ausspricht. Jules, wird das S vielleicht weggelassen? Oh, Franzosen. Nach Washington. Ja, nach Washington klingt ganz gut. Danke. Die Gatling-Kanone bleibt. Die Gatling-Kanone bleibt. Der Frachter geht nach Helsinki. Ist Helsinki sogar die Hauptstadt? Nee, Stockholm ist die Hauptstadt. Aber die haben schon mal meine Religion angenommen. Das heißt, ich gehe nach Helsinki. Helsinki klingt gut, ja. Wieso? Ach, ich hatte doch bestimmt mal was dahin geschickt, ne? Die Fregatte geht auf Bereitschaft. Dann wählen wir eine weitere Forschung. Archäologie mache ich eher ungern. Ich mache zu... Also ich... Ich muss Archäologie so oder so machen. Dann mache ich Archäologie jetzt. Das Problem ist eben, dann tauchen archäologische Ausgrabungen aus. Was? Ja, dann fangen die auf. Dann tauchen die auf. So. Und das macht
Geländefelder von uns für einen Moment kaputt und dann muss ich die wieder aufbauen. Und dann ist immer wieder dieses Rumgeklicke. Euer Spezialagent Yama hat einen schwedischen Spion in Olundi getötet, der Technologie stehlen wollte. Ich sehe euch das nach. Also ich vergebe euch, meine ich. Ja. So, Kolokuso benötigt Kupfer. Benötigt Kupfer. Es wurde eine große Persönlichkeit geboren, die wurde schon benutzt. Das Projekt wäre 40% abgeschlossen. Persien hat eine neue Religion. Zarathustrismus. Zarathustrismus. Ist ja komisch. In der heiligen Stadt, bla bla bla. Darius der Erste hat das Zeitalter der Renaissance erreicht. Deutschland hat ein beachtliches Reich eigentlich noch. Natürlich nicht so beachtlich wie unsers, aber es ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich vergebe euch. So, wir warten.